Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Bündner Skifahrer Silvano Beltrametti, der in Val d'Isère gestern nach dem Super-G als Dritter auf dem Podium stand, ist heute in der Abfahrt schwer gestürzt. Er hat sich so ernsthafte Rückenverletzungen zugezogen, dass er gelähmt bleiben wird. Der 21-Jährige befindet sich im Universitätsspital von Grenoble. Die jüngste Diagnose hat die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Silvano Beltrametti ist vom 7. Rückenwirbel an abwärts gelähmt. Der 21-jährige Beltrametti war an einer der schnellsten Stellen der Strecke frontal in ein Sicherheitsnetz geflogen und hatte dieses mit seinen Skiern durchschnitten. Ja, es war so 150 Meter vor meiner Stelle, wo ich stehe. Es hat ihm einen Ski gefangen und er war chancenlos zum Korrigieren. Er hat es ausgehoben, keinen Druck mehr gehabt am Ski und ist dann direkt ins Netz geflogen und dann durchs Netz. Und das war das Schlimme dabei. Beltrametti war hinter dem Fangnetz in die Bäume gerast und in einem Geröllfeld liegen geblieben. Während der ärztlichen Erstversorgung hatte ich keine Angst, dass sein Leben in Gefahr sei. Aber wir konnten nicht genau abschätzen, was passiert. Deshalb war eines klar, er hätte von einem Moment auf den anderen das Bewusstsein verlieren können und das war meine ganz große Sorge. Silvano Beltrametti liegt zurzeit in der Intensivstation des Universitätsspitals Grenoble. Sein Zustand ist stabil. In Grenoble ist jetzt Jean-Daniel Mudry zugeschaltet, Direktor des Skiverbandes Swiss Ski. Guten Abend, Herr Mudry. Herr Mudry, wie geht es im Moment Beltrametti? Ich war vor 10 Minuten noch bei ihm auf der Intensivstation. Seine Situation ist im Moment stabil. Es geht ihm dem Umständen entsprechend eigentlich gut. Müssen auch Sie die Lähmung bestätigen? Richtig, wir haben eine Kommuniqué herausgegeben, dass um 17:45, also verschobener Bruch auf Höhe des Brustwirbel, T6, T7, mit Verletzung des Rückenmarks, das heißt eine Querschnittslähmung, muss bestätigt werden. Mhm. Man sprach auch von inneren Verletzungen, was ist mit denen? Ja, man sagt, dazu kommen innere Blutungen im Bereich der Lunge. Zurzeit ist er auf der Intensivstation und für die Überwachung bezüglich Kreislauf und Atmung. Aber man kann sagen, sein Zustand ist jetzt stabil. Sie haben ja mit den Ärzten gesprochen. Wie sind denn, kann man schon etwas über die Aussichten sagen, wie sich das entwickeln wird? Nein, das kann man im Moment nicht, weil in den nächsten Tagen wird noch untersucht. Es ist so, dass die Ärzte sagen, dass im Moment gewartet werden muss, bis man überhaupt entscheidet, wie es weitergeht. Morgen werden die Ärzte dann weiter schauen und morgen wird auch seine Familie anwesend sein. Fatal war ja bei dem Unfall, dass das Netz gerissen ist. War damit etwas nicht in Ordnung? War es zu schwach oder nicht richtig angebracht? Das kann ich und möchte ich nicht beurteilen. Ich habe noch vor Ort der Gendarmerie von Val d'Isère den Auftrag gegeben, eine Untersuchung einzuleiten über den Unfallhergang und die Sicherheitsvorkehrungen auf der Piste. Vielen Dank für diese Auskünfte, Herr Mudry. Die Abfahrt von Val d'Isère, an der Silvio Beltrametti so unglücklich gestürzt ist, hat Stefan Eberharter Österreich gewonnen, gefolgt von Kurt Sulzenbacher Italien und Michael Walchhofer Österreich.